Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mist Survival. Und da kommen die Zombies, guckt sie euch an. Guckt sie euch an. Ihr habt Spaß, ne? Aber die sehen mich hier nicht. Das ist das perfekte Versteck dafür. Ich meine, ich könnte jetzt rausgehen und sie wegschlachten und so, aber... Seien wir doch mal ehrlich, lieber nicht. Ich könnte meine Handaxt... Inventar ist auch noch ziemlich leer, ne? Wenn es mir zu brenzlig wird, steige ich einfach ins Auto. Hey! Dude! Beachte mich! Ich glaube, ich hatte nicht wirklich viel Leben, oder? Ja, gut. Shit happens. Ja. So viel dazu. Haben wir immer noch Nebel? Ist eigentlich keine Nebelmusik, ne? Naja. Laufen wir erstmal ein Stück, oder werden wir ja sehen. Er wäre jetzt wieder ordentlich leben, naja. Oh, wie konnte ich das vergessen? Oh, ich habe völlig vergessen, dass ich kein Leben mehr hatte. Ist immer noch neblig. Ich habe ein kurzes Päuschen gemacht, um weiterzuspielen und ja. Den Rest könnt ihr euch denken. Halt, das ist der See, da will ich nicht hin. Wir gehen natürlich in die Richtung zurück. So, wo war ich? Ich bin auf dem Weg hierher gestorben, ne? Das heißt, ich muss nach rechts. Bin nicht so sicher, ob wir jetzt normales Wetter haben. Ich bin vor meinem Zuhause umgekippt. Echt jetzt? Oh, ist das... Oh, ich hätte einfach nur hier runterrennen müssen. Und dann wäre ich zu Hause gewesen. Ach, ist das Panne. Oh mein Gott, ist das Panne. Oh, naja. Was soll's. Ein paar Sachen kriege ich wieder. Schusswaffen habe ich noch. Du bist kaputt? Verschwunden. Okay, jetzt, jetzt finde ich das richtig ärgerlich. Das ist ja jetzt noch schlimmer, als ich dachte. Wieso gucken wir in die Richtung? Kamen wir von da? Nee. Hä? Ergibt das einen Sinn? Ich weiß nicht. Aber wir haben vor unserer Tür noch eine Karre. Von daher... Ach, da sind schon 20 Liter drin. Okay. Wobei... Wir nehmen einfach das Auto, was hier steht. Ist ja auch dasselbe. Ach ja. Nochmal das Ganze von vorne. Und schon steht... Es steht jetzt schön vor unserer Ausfahrt, ne? Wir werden es immer wieder sehen, wenn wir rausfahren. Ist das nicht toll? So schafft man sich Erinnerungen. Halt, erstmal die Teile hier vorne ausbauen, ne? So. Tank wieder füllen. Mausbatterie fast leer. Kleinen Moment. Und meine Antenne mal wegpacken. So. Hätte ich gewusst, dass mir zu Hause schon da ist, ne? Dann wäre ich langsamer gefahren. Aber naja. Ja, es hat aber was Gutes. Wir werden unser Zuhause jetzt immer auf der Straße wiederfinden, weil wir haben da jetzt eine Wegmarkierung aufgestellt. Wir wissen, da wo das umgekippte Auto ist, aha, da müssen wir hin. War alles natürlich mit Absicht. Ganz klare Sache. So. Alles rein hier. Schon 17 Uhr. Puh. Können wir gleich schon wieder schlafen gehen, ey. So, Tank füllen. Motor rein.
Räder rein. Wird knapp. Aber wir sollten zu Hause ankommen. So kann man natürlich auch alle Hindernisse auf der Straße wegschaffen, indem man sie einfach zur Seite kippt und ein anderes Auto nimmt. War mein Inventar nicht eigentlich voller? Wollte ich nicht eigentlich mit vollen Taschen herkommen? Also, ihr habt da schon das meiste Zeug reingepackt. Na gut. Na cool, hat alles reingepasst. Wollte gerade sagen, wieso habe ich noch 8 Liter? Aber ich habe die anderen 20 noch nicht reingetan, ne? Hoffe ich doch mal. Diese paar Meter, Leute, diese paar Meter. Ja, gut. Ach so. Ich habe die ganze Zeit auf die falsche Taste gedrückt. Okay. Dann gehen wir noch mal ins Bettchen, oder? Wie viel Zeit haben wir jetzt noch? Soll ich noch mal rüberfahren? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube nicht. Wir sollten erstmal, wir können ja erstmal die Sachen verstauen. Das ist eine gute Idee. Ich habe keinen Rückspiegel, ne? Ich kann nicht nach hinten gucken. Bin ich jetzt da? Oh, perfekt. Guckt's euch an. Schön vor die Haustür. Okay, dann. Erstmal die Flaschen, mit denen können wir, glaube ich, Molotows machen oder so. Würde ich jetzt denken. So, die Zahnräder. Ganz wichtig. Oh, ist schon dunkel. So, ich bin ordentlich durstig. Ich habe natürlich keine Wasserflasche mehr, ne? Ja, muss ich auffüllen. Habe ich nichts mehr zu trinken? Doch. So, wir nutzen einfach die Hälfte der Nacht. Ich meine, so müde sind wir nicht. Zahnräder. Die Autoteile. Hier haben wir noch eine Cola. Warum die auch immer grün ist? Wer trinkt denn grüne Cola, bitte? So, die Baumstämme behalten wir natürlich. So, das Werkzeug werfen wir hier einmal ganz kurz hin. Wieso ist da Essen drin? Hat sich das von alleine gefüllt? Ich weiß es nicht. So, okay. Dann. Wie viel Salz wir auch haben. Ich weiß gar nicht, wohin mit all meinem Zeug. So viel Zeug haben wir schon. Wie, da kommt jetzt ein Zombie. Da habe ich jetzt mal keinen Bock drauf. Ich habe zu tun. Hä? Hä? Wo? Verwirrt. So, Essen. Ich muss noch klarkommen auf die ganze Nummer hier. Ja, Kartoffel essen wir mal. Oh. Was? Wieso macht die Kartoffel so durstig? Hätte ich jetzt nicht gedacht. So, hier, das können wir als Teppich benutzen.
Wo tun wir das hin? Das hier kommt erstmal weg. Ich kann es eh nicht bewegen, ne? Nein. So, okay. Die Bretter werfen wir hier mal kurz hin. Ich weiß, was wir machen. Hier vor unserem Bett packen wir einen hübschen Teppich hin. Schön, ne? So, Zombies, bitte lasst mich in Ruhe, solange ich loote. Egal. Muss ich nicht verstehen. So. Da wären wir jetzt voll, ne? Dafür brauchen wir extra noch einen Schrank bei uns. Okay, die Nachtmusik. Der Loop von der Nachtmusik war weg. Fand ich ein bisschen irritierend. In die Garage müssen wir halt auch noch ein bisschen was machen. Damit wir da die ganzen Ersatzteile reintun können. Ja, Gott, ich weiß gar nicht, wohin mit dem ganzen Zeug. So viel Zeug habe ich. Ah, hier ist auch noch voll viel. Ach Gott. Oh, ja, da müssen wir noch einiges tun. Alter Schwede. Damit hier ein bisschen Ordnung herrscht. So. Hier haben wir noch Salz. Stöcker können erstmal weg. Was war das für ein Geräusch? Das gefällt mir gar nicht. Wenn ich schon mal die Sachen habe. So, okay. Rest ist gut. Zombies machen das ganz schön schnell platt, ne? Weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Nur so viel. Das hier kann erstmal so weg, ne? Können wir später ja so aufheben. Wie der Baumstumpf da einfach rumhängt. Den Rest packen wir erstmal so rein. Müssen wir halt später ordentlich sortieren, alles. Dann passt das schon. Bis dahin suchen wir uns halt einen Wolf. Ist halt so. So. Und dann gucken wir mal. Als allererstes würde ich sagen, ein Wasserspeicher. Oder machen wir ein Trockengestell? Ich brauche auf jeden Fall meine Säge. So, Säge haben wir. Wie sieht's aus? Wie spät ist das? 21 Uhr. Ja, eigentlich können wir schlafen gehen. Stimmt, ich bin ja halb verreckt, weil wir geschlafen haben. Da war ja was. So, wir müssen bis 6 Uhr ausharren. Das sind 3, 9 Stunden. So, ja, ich bin am Dehydrieren, ich weiß. Ist nichts Neues für mich. Dann nehmen wir noch eine zweite Wasserflasche mit. Dann füllen wir gleich ein bisschen was auf. Und jetzt fahren wir noch mal kurz rüber. Ohne dass unser Auto irgendwie kaputt geht. Wäre echt cool. Ich habe jetzt, glaube ich, keine Ersatzteile dabei. Ich sollte aufpassen. Scheiße, ich bin in die falsche Richtung, ne? So, wo war mein Weg? Hier war mein Weg, ne? Ja, da ist das umgekippte Auto. Dann das letzte Mal, dann haben wir alles mitgenommen von der alten Butze. Dann zerstöre ich da am besten alles noch, ne? Nehmen wir halt den ganzen Kram auch mit. Ach, guck mal, das ist ein Rad. Falls wir mal eins brauchen, wissen wir jetzt, wo es eins ist. Hier gibt es genug Autos. Ich habe genug Möglichkeiten, meine Autos hier zur Seite zu hauen.
Ich muss sagen, ich bin nicht wirklich weit gekommen, als ich die Bude gefunden habe. Da unten ist das Haus, aber wir fahren normal. Ich riskiere hier nichts. Ich habe keine Ersatzteile dabei, ich habe sie jetzt vergessen, wieder einzupacken. Rein theoretisch könnte ich jetzt die Sachen nehmen, ne? Und dann dahin schleppen. Aber nee. Das muss nun wirklich nicht sein. Wie viel Zeug? Noch mehr Zeug! Na denn, haben wir hier noch irgendwas drin gehabt? Nee, ne? Vielleicht müssen wir dann noch einmal fahren. Ich will auf jeden Fall hier alles drüben haben. Aber dann werfe ich gleich einfach alles auf den Boden, weißt du, und dann sortiere ich später. Was soll's. Bauen wir erstmal unsere Schränke auf in der Garage, damit wir da alle Utensilien drin haben, die wir brauchen. Und so ein Scheiß. So, wir haben Hunger, ne? Also komm. Ein Teil schon mal gespart. So, das wäre voll. Jetzt noch ganz wichtig. Ich habe dafür Jahre gebraucht. Ah. Wieso sind noch drei übrig? Hatte ich da nicht vier gehangen? Ah, die laufen auch ab. Was soll's. Und du? Du bist auch gedried. Okay, perfekt. Es tut mir ein bisschen im Herzen weh, weil wir es alles folgenlang angebracht haben. Aber naja. Braucht das ganze Zeug. So und so. Ach, selbst das Lagerfeuer kann man bewegen. Nee. Das ist nur der Grillstand. Huch! Das sah seltsam aus. Okay, das Lagerfeuer machen wir halt nicht kaputt. Kann man nicht kaputt machen. Kann man den Moven wenigstens? Nö. Auch das nicht. Na gut, hier war nichts drinne. Hier haben wir Steine und den ganzen anderen Kram. Echt nutzlos. Ah ne. Wir müssen nicht nochmal fahren. Alles gut. Alles gut. Können wir sogar noch ein paar Holzstämme mitnehmen. Ja, das ist jetzt ein bisschen kacke. Wollte eigentlich das Zeug auch noch mitnehmen und das muss ich auch noch kaputt machen. Ich muss auch so viel kaputt machen. Habe ich hier nicht zufällig noch irgendwo eine Axt rumliegen? Hier ist nur ein Stumpf. Ich glaube, ich habe hier keine Axt mehr. Nope, dann muss ich mir noch eine bauen. Ungünstig. Ah, geht ja nicht. Scheiße. Der Säge kriegt das auch nicht kaputt, ne? Mit dem Hammer kann ich das nur reparieren, glaube ich. Wieso ist die Seite aus Holz? Ja, gut, dann ja. Wir kommen hierher, wenn wir Materialien brauchen. Haben wir hier noch Wasser drin? Achso, hier steht's ja. Ja, gut, dann nicht. Nehmen wir noch ein paar Baumstümpfe mit. Das nehmen wir doch mit. Wie viele Baumstümpfe hier rumliegen? Na gut. Dann ziehen wir jetzt endgültig um.
frage mich, ob es hier einen Schleichweg gibt. Unsere Butze müsste vielleicht sogar hier oben sein, oder? Oh nö, okay, das ist das Motel. Nee, das ist doch ein Stück weiter weg. Was stimmt da nicht? Merkt ihr das? Das Auto fährt nicht mehr so schnell. Hat auf jeden Fall am Anfang Probleme. Und da ist das umgekippte Auto auch schon. Hihihi. Hätte vielleicht früher abbiegen sollen. Oh Gott, jetzt kann ich mich hier durchschlängeln. Aber ich habe einen Führerschein, Leute. Keine Sorge. Ich weiß, wie mein Auto fährt. Okay, man kann hier aber nicht grinden. Okay. Oder grinden? Heißt das grinden? Doch, grind. Glaube ich. Okay, wir sind wieder da. Wir werfen erstmal alles hier auf den Boden wieder. Können wir später sortieren. Vielleicht hätte ich das Holz draußen hinwerfen sollen, ne? Komm, so viel Zeit muss sein. Die Steine und das Blatt. So. Den Rest werfen wir hier einfach auf den Boden und dann werde ich das ein andermal sortieren oder was weiß ich. Kühlschrank wäre nicht schlecht, ne? Okay, das Brett werfen wir mal hier hinten hin. So, wir werden gleich sowieso einiges an Sachen brauchen. Von daher mache ich mir da keinen großen Kopf drum. So, nur die Nahrungsmittel würde ich sagen, auf die passe ich ein bisschen besser auf. Okay, so, als allererstes müssen wir jetzt schnell viel, viel bauen. Und zwar eine Werkbank. Wir brauchen eine Werkbank. Ich glaube, das ist das allererste, was wir brauchen, ne? Holz, Metal Scrap und Komponenten, okay. Holz haben wir. Komponenten. Metal Scrap. So, davon haben wir hier auch noch ein bisschen was. Weißt du was? Wir packen das alles einfach hier ein. Wir werden nämlich jetzt sehr, sehr viel bauen. Und daher passt das schon. So, die Werkbank natürlich hier rein. So, dich moven wir mal. Kann man sich hier nämlich vor der Hütte ein bisschen aufwärmen. So, jetzt brauche ich noch eine Axt. Habe ich keine Äxte mehr? Ah, hier. Ich habe wenig Äxte, ich muss aufpassen. Müssen wir da irgendwo farmen gehen. Also werden wir die Folgen schon hinkriegen, mal ein bisschen loszuziehen, ein bisschen mal was zu erreichen hier. So. Hier kommt dann die Werkbank hin. Ich wünschte, ich könnte auch die Wände streichen. Das wäre schön. Aber mal gucken. Ist ja auch Early Access, Freunde. Ne? Da kann auch viel passieren. Die Werkbank. Ich habe nicht genug Holz am Start. Geil. Na gut. Wir haben ja. Die hier. Jetzt kann ich doch ein paar Bretter herstellen. Ich habe keine Säge am Mann. Komm, ich habe sie doch hier irgendwo hingeworfen, da.
Okay, so. Ernsthaft? Wollte gerade arbeiten. Was soll denn der Schissel? Aber gut. Leben sieht gut aus. Okay, ich blute am Arm. Nicht so schlimm. Ziehen wir uns eine Bandage rein. Hä? Wollt ihr mich verarschen? Ich brauche echt einen Vorrat davon. Ich glaube, die sind sehr, sehr wichtig. Sieht's aus? Der hat mir mit einem Schlag so viel Leben abgezockt. Scheiß Bagger. Ich muss ehrlich sagen, ich sterbe ehrlich gesagt nicht so gerne. Es wird Zeit, meinen Fall im Bogen herzustellen, ne? Sag mal, bist du blind oder was? Scheiße. 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 Wie ich einfach dreimal verfehlt habe. Ja, tschüss. Oh nein. Oh Gott, meine Sa. Oh nein. Ich bin so blöd. Oh, wie blöd bin ich denn? Ich habe meine Sachen nicht rausgeholt. Oh, ist das bitter. Oh, dreimal verfehlt und da kriegst du die Schelle mitten ins Gesicht. Oh mein Gott. Kann der Nebel mal aufhören? Dir geht's auch gut, oder? Ich mir was gedacht. Kann man nicht irgendwie heilen oder so? Halt, was war da noch? Ihre Klamotten. Kann man leider nicht ausziehen, Freunde. Ich hätte es für euch getan. Ich will meine Sachen wiederholen. Das ist gerade irgendwie ein Zombie noch lang gelaufen. Ja, kriege ich wenigstens einen Teil wieder wahrscheinlich, ne? Aber nicht alles. Aber besser als gar nichts. Immerhin kriegt man jetzt wieder was wieder. Vielleicht haben wir sogar den Großteil wieder bekommen. Oder vielleicht bekommt man alles wieder. Na gut. Ein kleiner Fail und what the fuck? Freunde, wir sind über der Zeit. Wir sehen uns morgen wieder zu einer neuen Folge. Haut rein, euer Zero. Tschüss.